Der Kunde zahlt nicht. Also du hast eine Rechnung, hast dem Kunden eine ordentliche Rechnung geschickt und der Kunde bezahlt einfach nicht. Warum auch immer. Ich habe heute die liebe Romy bei mir aus der Mastermind hier am Start, die die absolute Expertin ist, wenn es um das Thema Geld eintreiben, Mahnungen, Rechnungen stellen etc. geht. Damit wir einmal den ganzen Prozess durchsprechen können, was kannst du machen, was kannst du tun, wenn dein Kunde die Rechnung nicht bezahlt. So, jetzt habe ich dem Kunden eine Rechnung gestellt, sagen wir mal am 15.02. So, jetzt habe ich dem Kunden die Rechnung gestellt, auf der Rechnung steht drauf, zahlen Sie innerhalb von 10 Tagen. Ne? Ganz einfacher Fall. Jetzt gucke ich nach 2 Wochen auf mein Konto, kein Geld da. Was mache ich? Mache ich direkt Stress oder wie geht es weiter? Am besten rufst du den Kunden erstmal an, ja. Weil vielleicht ist es wirklich einfach vergessen gegangen. Das ist auch so aus Kundenbindungssicht eigentlich am empfehlenswertesten, einfach mal anzurufen, cool, und zu fragen, hier, wie sieht's aus? Also das heißt, das würdest du potenziell sogar vorher machen, bevor ich jetzt hier eine klassische Mahnung rausschicke oder irgendwie sowas, sondern einfach kurz kontaktieren und sagen, hey, die Rechnung ist noch offen, mach doch mal. Genau, gerade wenn es auch gute Kunden sind, vielleicht schon größere Kunden, lange Kundenbeziehung besteht, einfach mal anrufen, weil manchmal geht es wirklich einfach im Alltag Stress unter. Okay, genau. Gut, dann haben wir Variante Nummer 1, also wir kontaktieren den Kunden. So, jetzt gehen wir weiter. Der Kunde hat, nachdem er, ich will am liebsten so ein Baumdiagramm für euch haben, nachdem der Kunde dann quasi immer noch nicht gezahlt hat, 2 Wochen später merke ich, okay, ist immer noch kein Geld auf dem Konto. Was würdest du dann machen? Rufe ich jetzt den Kunden nochmal an oder gehe ich jetzt etwas aktiver vor? Da würde ich ein bisschen aktiver vorgehen und einfach mal anschreiben, tatsächlich, ob noch mal eine Zahlungserinnerung schicken, nochmal höflich erinnern und auf das Telefonat vielleicht Bezug nehmen und nochmal eine kleine Frist setzen und um Zahlung bitten. Was würdest du sagen, was ist so normal, was man dann an Frist setzen sollte? Also wenn ich jetzt dann, also ich schicke dann eine Mahnung quasi, so würde ich das jetzt nennen. Ich weiß nicht, ob Zahlungserinnerung und Mahnung das gleiche ist, aber ich würde dem Kunden jetzt eben was schicken. Was würdest du sagen, wie viel Zeit gebe ich dem dann? 5 Tage würde ich nochmal setzen. Okay, also nochmal 5 Tage. Genau, ja. Okay, dann haben wir da schon mal einen groben Ablauf. Also ich habe den angerufen, der hat immer noch nicht gezahlt. Einige Zeit später habe ich aufs Konto geguckt, immer noch nicht gezahlt. Und dann schicke ich dem quasi klassisch eine Mahnung. Muss ich dann 3 Mahnungen schicken, wie man das so früher immer gesagt hat? So, ich muss jetzt 3 Mahnungen hintereinander schicken, bin erstmal 2 Monate damit beschäftigt, Mahnungen zu schicken. 3 Mahnungen muss man nicht schicken. Es kommt letztendlich darauf an, dass die Forderung fällig ist und der Kunde mit der Zahlung in Verzug ist, also das sind die entscheidenden Stichpunkte und das ist schon weit früher, also auch durch die Mahnung, teilweise auch schon durch das, was auf der Rechnung draufsteht, ist okay. Das schon gegeben. Gut, jetzt habe ich dem Kunden die Mahnung geschickt, ihr kennt das, habt das vielleicht schon mal gehabt, dann habe ich dem Kunden jetzt die Mahnung geschickt, okay, ey, hier, zahl bitte innerhalb von 5 Tagen, nach 5 Tagen ist immer noch keine Kohle da. Dann habe ich den ja schon angerufen, ich habe dem schon eine Mahnung geschickt und der hat immer noch nicht gezahlt, was machen wir dann? Dann ist es deine, muss man entscheiden, ob man es schon an den Inkassobüro abgibt. Ja. Kommt ein bisschen darauf an, wie gut man mit dem Kunden halt schon ist, wie Zahlungsmoral in der Vergangenheit war. Wenn es jetzt ein Erstkunde ist und jetzt auch keine riesige Forderung, würde ich es direkt abgeben, um so wenig Ärger wie möglich selber zu haben. Also das heißt, guter Punkt, so ein Stück weit immer noch mit Bauchgefühl und ein bisschen Einschätzung oder ein bisschen Fingerspitzengefühl passt besser, ein bisschen die Situation zu bewerten. Wenn ich also weiß, es ist ein Kunde, der hat schon 10 Rechnungen vorher immer pünktlich bezahlt und das ist das erste Mal, dann hole ich vielleicht nicht die große Kanone raus. Wenn es ein Kunde ist, mit dem ich aber das erste Mal zusammengearbeitet habe, dann ist auch wichtig, ab einem gewissen Punkt, ihr braucht ja auch die Kohle, dann auch dagegen vorzugehen quasi. Ne? Genau. Wenn ich das jetzt an ein Inkassobüro, du hast ja auch eins, also wenn ich das an ein Inkassobüro dann abgebe, wie ist dann quasi das weitere Vorgehen? Also ich suche mir jetzt ein Inkassobüro raus, also ich sage jetzt mal ganz blöd, ich google jetzt nach Inkassobüro, habe jetzt ein Inkassobüro gefunden und sage denen dann, hör mal, ich habe hier die Rechnung von Peter, der hat immer noch nicht bezahlt, was ist so das Erste, was die tun? Das Erste ist, dass wir auch einen kurzen Check-up machen, also was ist irgendwas an der Forderung dran, ist die berechtigt, gibt es irgendwelche Zweifel? Dann wird eine Prüfung des Schuldners gemacht, also wir gucken einfach mal, wie sieht da die Bonitätslage aus und dann wird er von uns auch kontaktiert. Okay, also das heißt, ihr guckt, okay, ist es überhaupt möglich, da potenziell Geld zu kriegen? Also wenn das jetzt einer ist, gegen den noch 800.000 Forderungen offen sind, kann ich mir vielleicht den ganzen Kram, der dahinter kommt, sozusagen sparen, aber ihr geht dann das nochmal ab, ihr checkt nochmal den Schuldner, ihr guckt euch an, ob auch die Forderung berechtigt ist, also nicht, dass ich jetzt nachher eine komplett falsche Rechnung geschrieben habe, gehe da die ganze Zeit gegen vor und eigentlich ist es unberechtigt. Und dann kriegt er von euch nochmal Post. Genau, entweder Post oder er wird auch mündlich kontaktiert, telefonisch oder genau, und kriegt nochmal eine Zahlungsaufforderung, kriegt auch nochmal eine kurze Frist gesetzt und muss sich in der Zeit eben äußern.
Okay, also da auch nochmal ganz wichtig, es ist aber natürlich da was ganz anderes, wenn ich auf einmal dann Post von einem Inkassobüro bekomme, als potenziell Post vorher von demjenigen, der mir die Rechnung nur gestellt hat. So, jetzt haben wir den klassischen Fall, der Kunde zahlt immer noch nicht, reagiert gar nicht auf das Schreiben, was ihr gemacht habt oder sonst irgendwas. Wie geht es dann weiter? Schicken wir weiter, schreiben oder werden wir aktiver? Wenn das alles nicht erfolgreich ist, kann man im Zweifel ein gerichtliches Mahnverfahren einleiten. Dann bekommt er eben Post vom Gericht. Das ist nochmal eine andere Stufe. Das wird eben entschieden, je nachdem, wie vorher die Bonitätslage ausgefallen ist und ob oder wie er reagiert hat. Macht das dann dieses gerichtliche Mahnverfahren, macht das das Inkassobüro, also macht ihr das oder muss der Kunde das wieder selber machen? Das machen wir alles, also gerichtliches Mahnverfahren, Erwirkung eines Vollstreckungstitels und dann auch, wenn es sein muss, die Zwangsvollstreckung. Okay, also das heißt, ich kann mich noch daran erinnern, weil ich hatte das mal bei einem Kunden, dann ist es ja erst so, dass man diesen gerichtlichen Mahnbescheid sozusagen auslöst, dann kriegt der Kunde den, glaube ich, zugestellt, hat immer 2 Wochen Widerspruchsfrist, ne, wo der sagen kann, nee, ey Leute, hier, da stimmt aber irgendwas nicht. Also er kann dann entweder zahlen, er kann dem widersprechen oder er kann wieder gar nicht reagieren, wie er das vielleicht vorher gemacht hat. Und danach kann ich dann, glaube ich, einen Vollstreckungsbescheid nach einer gewissen Zeit sozusagen erwirken. So Titel nennt man das, glaube ich. Ne? Genau. Und dann kann ich diesen Vollstreckungsbescheid erwirken und kann dann mit diesem Vollstreckungsbescheid, wenn gegen den auch wieder kein Einspruch eingelegt wurde, kann ich mit dem zum Gerichtsvollzieher. Ne? Genau, sogar schon vorher, der Vollstreckungsbescheid ist sofort vollstreckbar. Also man muss mal nicht mal die Frist abwarten, da kann man dann direkt loslegen, um keine Zeit zu verlieren. Und genau, okay. Gerichtsvollzieher beauftragen oder Kontofendung. Okay, genau. Also das ist zum Beispiel auch ein Fall, den ich schon mal hatte, das wusste ich gar nicht, genau. Und dann kann ich halt eine potenzielle Kontofendung machen, ne? Oder der Gerichtsvollzieher steht halt einfach bei deinem Schuldner vor der Türe und guckt sich an, welche Fernseher der da hat. Jetzt ist es aber ja so, muss ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, die Fälle, die ich hatte, die bis zum Gerichtsvollzieher gegangen sind, in den wenigsten Fällen habe ich nachher noch was bekommen. Also ich kriegte ganz häufig die Nachricht, ja, tut mir total leid, Herr Müller kann leider überhaupt nicht zahlen, hat doch nur einen kleinen Fernseher da stehen, das war's. Ist das nur meine persönliche Erfahrung oder ist es oft so? Das ist oft so. Also die größten Erfolgschancen sind außergerichtlich. Deswegen ist auch nicht zu raten, das selber zu machen in Mahnverfahren, weil einfach dann schon die besten Erfolgschancen genommen sind. Wenn das nicht erfolgreich ist und im Mahnverfahren auch nicht gezahlt wird, ist es meistens leider wirklich so, dass es ganz, ganz schwierig ist, noch durch die Vollstreckung was zu bekommen. Deswegen muss man sehr gut überlegen, ob man das noch macht. Also das heißt, wenn ich mir den ganzen Prozess nochmal angucke, auch für euch, heißt also, für mich ist es ja eigentlich am wichtigsten, am Anfang schon mir Gedanken dazu zu machen, dass sowas alles im Idealfall gar nicht passiert. Also zum Beispiel mit Kunden Abschlagszahlungen zu vereinbaren, also hinzugehen und zu sagen, ein Drittel muss schon zum Auftragsstart, was weiß ich, gezahlt werden. Über die Kreditreform oder über die Schufa eine Bonitätsauskunft des Schuldners, des Geschäftspartners einzuholen, wenn es jemand Neues ist, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen. Und da kannst du mir glauben, es gibt viele Leute, die machen einen auf dicke Hose und haben gar nichts. Und du stehst nachher doof da und keine Ahnung was. Und dann in einer gewissen Individualität, je nachdem, wie lange der Kunde da ist, wie hoch die Forderung ist, individuell darauf zu reagieren, mal etwas härter, wenn es vielleicht ein potenzieller Neukunde ist, der direkt die erste Rechnung schon nicht bezahlt, mal etwas sanfter, wenn es ein Kunde ist, der schon etwas länger da ist. Genau. Aber dann darauf zu achten, dass wenn ich so Fälle habe, die dann eben durch meine Mahnung nicht mehr, dass ich auch irgendwann Druck auf den Kessel kriege. Also, dass ich nicht hingehe und sage, jetzt schicke ich meinem Kunden die 18. Mahnung und bettel das 15. Mal am Telefon und irgendwann hat er sich daran gewöhnt, ja, der ruft nächste Woche eh nochmal an. Also dann da halt ein bisschen mit Härte ranzugehen. Genau, es ist auch ganz, ganz wichtig oder was ich gerne empfehle, ist auf eine Mahnung auch gar nicht drauf zu schreiben, erste Mahnung, zweite Mahnung, weil wo erstens steht, rechnet jemand damit, was zweitens kommt. Einfach nur Mahnung und dann auch wirklich mit ein bisschen schärferen Ton, wenn sich jemand gar nicht äußert. Ja, die Mahnung kann ich ja rein theoretisch auch dem Kunden per Einschreiben oder sonst was zustellen. Genau, das ist auch recht, ist ratsam, dann vielleicht auch nochmal die Rechnung mitzuschicken, weil das ist gerne ein Argument, ich habe die Rechnung nicht bekommen. Ja, ja, genau. Schmarrsch auch immer, ich habe nie eine Rechnung angekommen. Okay, sehr schön. Also dann habt ihr mal so ein bisschen den Ablauf, das war mir wichtig, dass wir das mal so ein Stück weit skizzieren. Wenn die Leute mehr Infos zu dir haben wollen, wo gibt es das? Ihr habt eine Internetseite, Instagram, wo finde ich? Genau, auf allen Kanälen eigentlich, also Webseite efm-inkasso.de. Oder auch unter dem Namen findet man mich auch. Okay, perfekt. Also wenn ihr da einen guten Partner haben wollt, der dafür zuständig ist, das aber auf eine nette Art und Weise, nicht wie man das früher kannte, so klopf, 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 und da steht einer mit dem Brecheisen, dann unbedingt mal an die Romy wenden. Was ist denn mit dir los? Ich bin echt traurig. Gar keiner klickt auf Kanal abonnieren. Wir machen uns voll viel Mühe und voll viel Arbeit und keiner klickt da drauf.